Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den Liebeslegungen für den Monat Juli. Falls ihr euch fragt, in welcher Reihenfolge ich die Videos nach den Sternzeichen drehe, ich habe Karten, wo die Sternzeichen drauf sind und dann lasse ich die einfach rausspringen und nach dieser Reihenfolge drehe ich also die Videos. Ja? Also wenn du dir jetzt sagst, auch oh, mein Sternzeichen ist immer so mit am Schluss dran, ich lasse die Karten rausspringen und nach der Reihenfolge drehe ich dann die Videos. Genau. So, lieber Wassermann oder der, die du hier auf einen Wassermann schaust, heute schauen wir für dich, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Juli bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass du hier bist als Zuschauer, hier dein Gegenüber und hier euer Miteinander. Und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du in der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreht ihr das um, dann ist es Seiten- und spiegelverkehrt. Das kann passieren. Es ist trotz allem wie immer eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Sie kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht so sehr gelingt und mir doch was anderes rausrutscht, dann seht mir das bitte nach und dreht euch das bitte um. Ihr wisst Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit deiner Seite. Wie es denn bei dir so im Monat Juli mit der Liebe aussieht, lieber Wassermann. Dann haben wir hier die vier der Kelche. Den Magier und das Gericht. Also, mit den vier der Kelchen kommt jemand mit einem Angebot auf dich zu. Es kommt jemand mit einer Entschuldigung auf dich zu oder es kommt jemand mit, ja, mit so einer Werbung, ne? Also für dich umwerben lassen auf dich zu. Und du bist noch ein bisschen, ja, du bist noch ein bisschen skeptisch der Sache gegenüber. Oder ist es vielleicht, dass du dir das anders vorgestellt hast, wie das denn so auf dich zukommt? Na, dieser Mensch ist ehrlich und loyal, ne? Hier wird keine Maske getragen. Ich sehe eher auf deiner Seite, dass du hier eine Maske trägst. Vielleicht, um die Kontenance zu bewahren, kriege ich hier rein. Um nicht gleich, wie drücke ich denn das jetzt aus? Um nicht gleich erkennen zu lassen, dass du dir das hier gewünscht hast oder dass du dir das hier so vorgestellt hast, ne? Also die Maske trägst du, um cool zu wirken, dass dich das gar nicht weiter anhebt. So kriege ich das rein. Die vier der Kelche ist ja am Rider-Waite diese Karte, wo das Universum diesen Kelch reicht aus dem Himmel heraus und wo jemand so schmollend am Baum sitzt und diesen Kelch gar nicht sieht. Also es kann sein, dass du dir das hier ein bisschen anders vorgestellt hast, um diese Liebeswerbung von diesem Menschen hier. Aber ich krieg so rein, dieser Mensch ist ehrlich und loyal. Also das ist ein ehrliches Angebot, das ist eine ehrliche Aufwartung, das ist eine ehrliche Liebeswerbung. Ja, das ist hier ein ehrliches Angebot. Und du bist ja noch nicht so richtig sicher, ob das das ist, was du haben möchtest. Na? Also es kann sein, dass hier auch etwas vorgefallen ist, weil du schmollst. Na? Es kann sein, dass es hier so mit einem Schmollen einhergeht und dass du dir eine Maske aufsetzt und ja, also keine emotionale Regung nach außen zeigst, wenn das hier auf dich zukommt. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht erkennen wir das noch in den Zusatzkarten, ne? Oder vielleicht hast du es dir auch einfach anders vorgestellt, ne? Dass das nicht einfach so, ich komme vorbei und können wir mal reden und vielleicht hast du auf was Besonderes gehofft und es ist nicht so, wie du dir das hier vorgestellt hast, ne? Oder ist es wirklich so dieser Schmollmodus, wo du sagst, also ich
Aus mir bekommst du jetzt hier keine Gefühlsregung raus. Na? Mit dem Magier kannst du in dieser Verbindung, in deiner Liebe, in deinem Leben im Monat Juli alles manifestieren, was du möchtest. Der Magier ist der Neuanfang. Du bist auch im Monat Juli so in dieser Stimmung, etwas Neues zu beginnen. Das muss nicht unbedingt in der Liebe sein, das kann vielleicht auch im Job sein, im Wohnungswechsel, in den Urlaub fahren, ein paar andere Bilder mal wiedersehen. Na, also hier hast du alles auf dem Tisch. Die Schwerter, die Münzen, die Kelche und die Stäbe. Also alle vier Elemente stehen dir zur Verfügung: Wasser, Luft, Feuer und Erde. Und mit denen kannst du und darfst du arbeiten. Na? Der Magier steht für den Neuanfang, für die Manifestation und du kannst dir hier alles manifestieren, was du möchtest. Das betrifft auch diesen Menschen, ne? Also, wenn dieser Mensch auf dich zukommt, kannst du hier ruhig sagen, was du denkst, was du fühlst, was deine Leidenschaften sind und dass du dir hier Stabilität und Sicherheit wünschst, ne? Also, das alles kannst du manifestieren und in den Neuanfang mit reinbringen. Ne? Also du hast alles zur Verfügung, was du möchtest. Mit dem Gericht sehe ich hier, also wir haben hier zwei große Arkanen. Mit dem Gericht sehe ich hier, dass das der Juli so eine Art Auferstehung für dich wird. Also nicht nur in dieser Verbindung, sondern das wird für dich ein Monat, ja, wo du wie Phönix aus der Asche aufersteigst. Und hier gibt es oder gab es einen Weckruf vom Universum, einen Wake-up-Call. Wenn du hier wie Phönix aus der Asche aufersteigst, also ich sehe hier, dass du irgendwas änderst in deinem Leben. Das kann der Job sein, das kann, wie gesagt, die Wohnung sein, das kann ein Wesenszug an dir sein. Das kann sein, dass du dich in deiner Art, in deinem Charakter irgendwas änderst. Und hier werden Menschen, die um dich rum sind, hellauf begeistert sein, dass das endlich stattgefunden hat. Na, vielleicht lässt du hier auch alte Glaubenssätze los. Vielleicht, ja, lässt du hier ein altes Verhalten los. Also irgendwas passiert hier, was du dir vielleicht auch schon lange gewünscht hast und manifestiert hast. Und das wird so geschehen. Also ich nehme das nicht nur in der Liebe wahr, also das betrifft dein ganzes Sein, dein ganzes Dasein, dein ganzes Leben. Na? Und deswegen bist du hier vielleicht auch ein bisschen so mit hinter vorgehaltener Hand, mit der Maske und lässt hier vielleicht noch keine Gefühlsregung zu, damit du hier das volle Package bekommst, auch von diesem Menschen. Na? Aber ich sehe diesen Menschen sehr wohlwollend, sehr ehrlich auf dich zukommen. Na? Und es kann auch sein, dass du vielleicht Grund zum Schmollen hast. Ich kriege noch so diese Schmollkörper rein. Na, genau. Dann schauen wir mal bei dem Gegenüber. Dann habe ich hier die 10 der Münzen, die 6 der Schwerter und die 7 der Schwerter. Die 10 der Münzen spricht von einer stabilen, festen Partnerschaft. Davon, dass hier alles da ist. Liebe, Geld, Zeit, Stabilität und Sicherheit, eine Verbindung auf von Dauer. Jeder übernimmt die Verantwortung in dieser Verbindung. Ne? Bei dieser Karte hier gebe ich euch einen Tipp: Sei ein bisschen vorsichtig in Sachen Leidenschaft, Erotik und Sexualität. Nicht, dass es darum geht. Wenn du dir das wünschst, diese Stabilität und Sicherheit, diese Verbindung auf Dauer, solltest du darauf achten, dass dieser Mensch hier dir nicht den Knoten löst, sondern den Knoten bindet. Ne? Also das hier ist auch eine, kann sowohl als auch sein. Hier kann auch eine Verbundenheit angezeigt werden. Ne? Dieser Mensch hier legt sanft die Hand auf die Schulter und guckt hier, ob diese Schürze richtig gebunden ist. Ne? Also ich nehme hier auch eine Verbundenheit wahr. Trotzdem eine kleine Warnung von mir, hier dir nicht die Schürze aufknöpfen lassen. Ne? So schnell. Mit den 6 der Schwerter nehme ich wahr, dass dieser Mensch mit dir in ruhigere Gewässer fahren möchte.
möchte diese Stabilität und Sicherheit mit dir mitnehmen, an ein neues Ufer anlegen. Das kann auch eine Reise anzeigen, das kann einen Umzug anzeigen, das kann eine ganz neue Situation in eurer Verbindung anzeigen. Ne? Und hier habe ich so ein sanftes Aufeinander zugehen, so ein sanftes Berühren, so diesen Zauber des Neuanfangs, des Neubeginns. Es kann auch vielleicht ein völlig neuer Mensch in deinem Leben sein, wo du hier erstmal kühl reagierst, weil du ja in der Vergangenheit genug erlebt hast und vielleicht noch gar nicht so auf der Suche bist. Ne? Das kann auch für euch Singles da draußen gelten oder es ist jemand, den du schon kennst. Ne? Und diese zwei Leuchter hier, also euch geht beiden ein Licht auf. Das ist so ein Moment, wo ihr euch vielleicht durch Zufall berührt und durch diese Berührung geht euch beiden ein Licht auf, dass ihr füreinander bestimmt seid. Dass das eine ganz, ganz große Liebe ist, dass das eine ganz, ganz große Geschichte ist zwischen euch beiden, die auch schon, denke ich, eine längere Zeit geht. Also nicht nur im Hier und Jetzt, in diesem Leben, auch schon im früheren Leben. Hier entfacht wieder das Feuer im Kamin, ne? Hier entfacht wieder Feuer zwischen euch. Und es wird, das ist, kriegt es gerade wie so rein, das ist so ein Moment, wo ihr euch berührt, das erste Mal oder das erste Mal wieder und ihr entflammt füreinander, ne? Also die Zahl 6 steht ja für mich auch immer für die Liebe, ne? Und du hast hier drei Kerzen, dieser Mensch hat hier drei Kerzen und zusammen ergibt es sechs Lichter und eure Liebe entflammt hier wieder. Das kriege ich so rein, ne? Das ist ein sehr romantischer Moment. Das ist ein Moment, wo ihr nur zu zweit seid, wo ihr euch in die Augen schaut, wo sich die Hände berühren und dann steht ihr in Flammen, beide. Na? Mit den sieben der Schwertern. Das ist ja am Rider Waite diese Karte, ich mache mich hier still und heimlich vom Acker. Na? Nehme ich das so Wort, es kann durchaus sein, dass dieser Mensch abgehauen ist, ne? Aber diese Person nehme ich eher für dich wahr. Dass du dir das hier von Weitem anschaust und denkst, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht oder möchte ich einfach nur für mich sein, ne? Das ist hier so eine wundervolle Frauenstatue, das kann die Venus sein. Das ist die Venus. Hier unten haben wir noch, ja, genau. Das ist die Venus. Ihr werdet lachen, ihr Lieben. Ich habe die Venus-Statue bei mir hier im Wohnzimmer stehen. Die ist fast ähnlich. Soll ich die mal holen? Wollt ihr die mal sehen? Ich gehe mal ganz kurz. So, ihr Lieben. Das ist sie hier. Könnt ihr die gut sehen? Ja, hier unten haben wir das Blatt. Ne? Es ist halt wie so eine Bronze gemacht, deswegen ist die ein bisschen dunkel. Aber das ist diese Statue, die hier abgebildet ist. Ne? Und das nehme ich ganz stark für dich wahr, dass du dich hier fragst, gehe ich nochmal diese Verbindung mit diesem Menschen ein? Kann ich nochmal vertrauen? Kann ich hier nochmal mein Herz öffnen? Kann ich hier nochmal auf die Liebe vertrauen? Und die Venus, das ist ja auch die Aphrodite, ne? Die Venus sagt hier, ja, es ist es wert. Weil du überlegst ja auch, oder gehe ich hier von dannen? Ne? Du überlegst hier, nehme ich diese Schwerter und gehe in mein Leben ohne diesen Menschen. Ne? Es kann auch sein, dass dieser Mensch sich von dir verlassen gefühlt hat. Ne? Das kann natürlich auch sein, sowohl als auch. Aber ich sehe ja diesen Menschen, dass dieser Mensch auf dich zukommt. Also irgendwie wird hier was gewesen sein, wo entweder dieser Mensch gegangen ist, du gegangen bist, wo ihr beide gegangen seid und wo du jetzt überlegst, okay. Ist es das nochmal wert? Na?
Und die Venus, die Göttin der Liebe, sagt ja. Also wenn du hier am Zweifeln bist im Monat Juli und dieser Mensch kommt, dann verbinde dich mal mit der Venus, ne? Mit der Aphrodite, mit der Göttin der Liebe. Und sie soll dir Antwort geben. Aber wenn ihr hier zwei so entflammt seid, schon bei einer Berührung, also ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen, dass du dann hier. Aber du, ich sehe dich ja hier zweifeln, ich sehe dich hier schmollen, also irgendwas wird vorgefallen sein. Nichtsdestotrotz geht es hier im Monat Juli darum, dass du ja in den Aufstieg kommst und es wird passieren. Also es wird, ist ein toller Monat für dich, der Juli, na? Und dieser Mensch wird sich Mühe geben. Also es wird nicht einfach werden, hier dich gegen die Venus zu stellen. So, dann schauen wir mal in eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier die 6 der Stäbe, den Narren und die 9 der Schwerter. Die 6 der Stäbe, das ist diese Karte, die von Erfolg spricht, ne? Die 6 der Schwerter ist eigentlich diese Karte, die im Rider-Waite dieses Boot anzeigt, wo man an ein neues Ufer fährt, an ein ruhiges Ufer fährt, ne? Und hier sehe ich euch beide und ihr wollt weiter erfolgreich an dieser Verbindung arbeiten, ne? Hier in diesem Käfig ist ein Vögelchen. Und dieses Vögelchen lasst ihr frei. Also, wenn ihr wieder in eine Verbindung geht, dann soll das eine freie Liebe sein, dann soll das eine freie Entscheidung sein, dann soll dieser Vogel fliegen können, wohin er möchte. Also ihr sollt die Liebe frei fließen lassen, ne? Dann wird es eine erfolgreiche Liebe werden, ne? Und ihr seid euch dessen auch bewusst, ne? Also zeigt auch so einen romantischen Tag an. Vielleicht ist es auch dieser Tag, wo ihr euch wieder berührt und dann entscheidet, okay, wir gehen erfolgreich in eine gemeinsame Zukunft und rudern hier gemeinsam an unser Ufer der Liebe. Na? Diese Karte ist schon mal gefallen mit dieser Karte zusammen. Es könnte beim Krebs gewesen sein. Ihr müsst mal schauen, ihr Lieben. Na? Dass ihr. Ja, das ist so eine ähnliche Energie, kriege ich hier rein. Mit dem Narren geht es um einen leichten und beschwingten Neuanfang. Ja? Ich habe hier ganz, ganz viele Täubchen. Die Tauben stehen ja für Frieden. Ne? Also hier möchte jemand mit dir in den Frieden kommen. Diese Verbindung möchte wieder in den Frieden kommen. Das sind natürlich auch Turteltäubchen. Ne? Also das sehe ich ja hier in diesen beiden Karten. Hier ist ganz, ganz viel Romantik. Hier ist ganz, ganz viel Haptik. Mit Berührung, Flirten und so eine schöne, schöne, leichte Energie. Also wirklich der Zauber des Neubeginns, wenn die Liebe, wenn man sich so verliebt, ne? Das ist eine ganz, ganz schöne Energie. Mit diesem Menschen, dieser Mensch, auf den du hier schaust, der hat auch viel Humor, ne? Also dieser Mensch, scheut sich auch nicht, ihr alles zu tun, um dich wieder zum Lachen zu bringen, ne? Mit diesem Blumenstrauß hier auf dem Kopf und vielleicht wird hier ein bisschen was vorgeführt. Ja, also ist eine lustige Energie, die hier liegt. Ne? Ja, also ist so der Zauber des Neubeginns. Ne? So ein erfolgreicher Neubeginn. Mit den 9 der Schwertung. Also ich nehme das eher für dich wahr. Hast du Angst, dich hier blenden zu lassen? Du hast hier Angst, dich blenden zu lassen von diesem Menschen, dass du wieder enttäuscht wirst. Und du hast auch Angst, was die Leute hinter deinem Rücken sagen könnten. Die 9 der Schwerter sind aber nur deine Gedanken. Das ist nur Kopfkino, ne? Das sind so Gedankenschleifen, die sich drehen. Was ist denn, wenn das hier wieder schief geht? Was ist denn, wenn das keine ehrlichen Absichten sind? Was ist denn, wenn das nur leere Worte sind? Das sehe ich so, ne? Du hast Angst, dich hier wieder blenden zu lassen. Du hast Angst, dich hier wieder fallen zu lassen. Du hast Angst, hier wieder dein Herz zu öffnen und Gefühle fließen zu lassen. Und du hast auch Angst, was könnten denn hier die Leute sagen? Also das kann ich dir sagen, diese Angst. Also es ist egal, was die Leute da draußen sagen, das ist einfach egal. Na? Also,
Mach dir ja keine Gedanken darum, was die Leute sagen könnten. Also, was die Leute draußen denken, ist völlig Wurst, weil du musst ja glücklich sein und nicht die anderen. Ne? Und diese Gedanken, die du hast, die könnten vielleicht auch einiges kaputt machen und in die falsche Richtung lenken. Vielleicht ist ja schon viel mit diesen Menschen passiert, das kann durchaus sein, aber ich sehe hier ein ehrliches Angebot, was auf dich zukommt. Ne? Vielleicht auch ein Geschenk. Und dieser Mensch ist hier oft mit einem in Blau gekleidet. Blau steht auch immer für die Wahrheit, ne? Für Ehrlichkeit. Also du machst dir auf jeden Fall Gedanken, dass du Angst hast, du könntest geblendet werden und nicht wirklich die Wahrheit sehen. Und ja, du hast Angst vor den Konsequenzen, falls du dich hier täuschst. Na, aber das sind wie gesagt nur deine Gedanken. Manifestiere hier das Positive, manifestiere hier das, was du willst, und es kommt in dein Leben. Na, also nicht hier, lass dich hier nicht von diesen Gedanken leiten, die vielleicht auch nur was mit der Vergangenheit zu tun haben. Die haben nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Im Hier und Jetzt habt ihr die Chance auf einen erfolgreichen, leichten, friedvollen Neubeginn. Na? Wo man die Liebe fließen lässt, frei fließen lässt, ne? Ohne Zwänge, ne? Ohne Kontrolle, nehme ich hier wahr. Dann könnt ihr gemeinsam an diesen schönen Steg, an dieses schöne Ufer anlegen. Gut, dann schauen wir mal noch in die Zusatzkarten. Tada! Und dann habe ich sie hier, die Versöhnung. Also, es ist bei den meisten jemand aus der Vergangenheit, ne? Wenn du hier sagst, ich bin Single. Bei mir ist niemand, dann ist es vielleicht jemand aus einem früheren Leben, der dich hier, wenn ihr euch berührt, haut es dich hier fast von dieser Bank. Ne? Also das ist dann wie so ein Peng, Feuer entfacht, die Liebe ist da. Ne? So eine Geschichte. Bei den meisten wird es aber jemand aus der Vergangenheit sein, der hier ankommt und sich versöhnen möchte, der hier um Entschuldigung bittet. Oder du bist es, ne? Falls du gegangen bist, aber ich krieg's für die meisten andersrum rein. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Und hier habe ich das auch wieder mit dieser Haptik. Wenn ihr euch berührt, dann gehen hier diese dunklen Wolken weg, dann geht hier das Licht auf. Wenn ihr euch berührt, das ist wie so ein, oh, das ist Wahnsinn, ne? Also was ich hier reinkriege, also das ist bei euch beiden wie zu Hause ankommen, als ja, eure Seelen sind verbunden. Ne? Das ist so, als hättest du ein Stück von dieser Seele und halt, als hätte diese Person ein Stück von der Seele. Und wenn ihr euch berührt, dann ist es, als wäre die Seele dann ganz. Ne? Sowas bekomme ich hier rein. Deswegen auch hier dieses Entfachen des Feuers. Ne? Ja, und wenn hier natürlich viel vorgefallen ist, ne, oder du verletzt wurdest und hier viele Tränen geflossen sind, dann kann ich natürlich verstehen, warum du hier skeptisch bist, ne? So, dann schauen wir in die Zusatzkarten. Bei euch wollten zwei raus. Dann habe ich hier die Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Also, was ich schon gesagt habe, diese Seele, die verbunden ist, ne? Ja, hier ist auch viel Leidenschaft da zwischen euch. Also, wenn ihr euch berührt, wenn ihr euch umarmt, also das ist, da wird wirklich, da entfacht wirklich ein Feuer, ne? Deswegen sage ich hier nochmal die Warnung, schau hier, dass dieser Knoten, dass es da um Bindung geht und nicht, dass hier dieser Knoten aufgelöst wird. Also, dass hier nicht deine Schürze nur fallen soll, ne? Sondern dass das was Stabiles, was Festes ist, ne? So, und dann habe ich hier noch Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ne? Das sagt mir wieder, dass dieser Mensch auch diese Verbindung dieser 10 Münzen möchte. Ne? Das, hab Vertrauen, dass es für dich gilt, dich nicht hier in der Angst zu winden, dass dich das hier blenden könnte. Ne? Dass du vielleicht nicht richtig bei Sinnen bist, sondern dass du dich davon einlullen lässt. Ne? Also es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Das sage ich ja auch mit den Magiern. Ne? Also du hast hier das Zeug dazu, alles zu manifestieren, was du möchtest im Monat Juli. Du hast hier eine Top-Energie. Du wirst hier aufsteigen wie Phönix aus der Asche. Und es werden Menschen, die du kennst, die dir nahestehen, werden dir zujubeln und sagen, Gott sei Dank, endlich, endlich, endlich. Bist du hier aus irgendwas rausgekommen,
was schon lange an dir genagt hat, was schon lange an dir gezerrt hat, was dich schon lange belastet hat oder was dich schon lange ausgebremst hat. Na? Und hier haben wir ja auch wieder die Erfolgskarte. Ne? Die Sechs der Stäbe spricht von dieser erfolgreichen Verbindung. Ne? Wir haben hier den Neuanfang, wir haben hier den Neuanfang, hier die Manifestation dazu, hier die 10 der Münzen. Ne? Und hier geht es nur darum, nochmal ins Vertrauen zu gehen und nicht diese alten Geschichten so aufzubauschen, dass man sich hier diesen wundervollen Neuanfang und diese wundervolle Versöhnung verwehrt. Na, ihr Lieben. So, wer jetzt ganz gespannt ist und wissen möchte, was denn dieser Mensch über dich denkt, was denn dieser Mensch für dich fühlt, wie denn wie dieser Mensch über eure Verbindung denkt, wie dieser Mensch denn in den nächsten Schritten auf dich zukommt, wann das denn ungefähr passiert und wie du dich denn am besten dann verhalten solltest. Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür schreibe ich dir unten in die Infobox und pinne es auch nochmal in die Kommentare unten an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen und allen anderen. Euch wünsche ich eine ganz wundervolle Zeit, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.